Jo, Freunde, das ist wieder euer Freizeitsnacker und heute mit dem Thema Dr. Edgar Jubiläumsgrütze Kirsch Pfirsich, verfeinert mit Sekt. Oh, Alter, da dürfen hier die Kinder gar nicht zusehen, wenn das hier mit Alkohol ist. Und ja, der ist ja auch schon mal ganz gut aus mit Bourbon Vanillesauce, also wirklich edle Vanillesauce, da bin ich schon mal echt gespannt. Und ja, kleine Jubiläumsausgabe hier, weil. Joa, haben wir auch hier die 200 Abonnenten schon geknackt, oder? Weiß ich auch gar nicht. Denk mal schon, wie ich das Video hochlade hier. Und ja, deshalb mal hier die Jubiläumsgrütze Kirsch Pfirsich. Ist auf jeden Fall was ganz Neues. Ich habe, glaube ich, so eine Grütze habe ich auch noch nie reviewt. Mit den, die Götterspeise, die schmeckt mir an sich auch besser. Aber ja, 160 Gramm sind hier drin. Wie bei den großen Götterspeiseteilen auch, soweit ich das weiß. Wenn ich falsch liege, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben und ich mache den mal auf. Das Design, das gefällt mir echt ganz gut. Das ist echt festlich hier mit dem Gelb und Rot und so einem ganzen Scheiß. Ach so, das ist hier auch so ein bisschen Wackelpudding. Das hätte ich hier gar nicht erwartet. Hättet ihr vielleicht auch nicht erwartet, wenn ihr die so im Laden seht. Bei der rote Grütze denke ich ja immer eher an das, was eher so. Nur, also nicht so mit der Gelatine hier ist, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, so sieht das hier aus. Und ich kann da mal hier auf Vanillesoße reinkippen. Auf jeden Fall sieht man da schon, habe ich noch gar nicht hier. Da ist eine Kirsche. Und das andere hier, Pfirsich. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, da das hier ein Pfirsich ist. Ich denke mal, ist auch irgendwie eine zergatschte Kirsche oder so. Und ja, hier die kleinen, da sind so kleine Stücke. Warte, ich hole mal einen hoch hier. Mir auch alles zeigen und auseinandernehmen. Hier, das sieht auch meiner Meinung nach auch ein Pfirsichstück aus. Und ja, das gefällt mir gut, dass das hier mit echten Früchten sind. Und mal gucken, wie die denn, ob die auch wie Früchte schmecken. Hier, nochmal reinkippen. Alles. Oh. Ja, und dann nehme ich mal hier so einen Batzen hoch. Direkt auch eine Kirsche mit drauf. Und ja. Ah, dann esse ich das mal. Oh, Scheiße. Ja, Jubiläumsgrütze hier. Die schmeckt auf jeden Fall nach Feiertag. Aber also, richtige Partystimmung und ja. Alle 125 Jahre, da habe ich noch gar nicht gesehen, das echt. Kommen wir mal herzlichen Glückwunsch hier zum Geburtstag an den Dr. Oetker sagen. Da alle, das ist schon ordentlich alt. Und ja. Dann würde ich sagen, war es mit der Food Review ein bisschen hektischer, aber die war auch ein bisschen länger. Alter, schon fast 3 Minuten, dann muss ich hier schnell abbrechen, Alter.